Ja, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin gerade hier auf dem Weg zum Bienenstand, weil ich bin jetzt endlich mal fertig mit der Oxalsäurebehandlung. Das war bei mir dieses Jahr etwas langwieriger. Immer kam was dazwischen. Immer schiebst dann noch ein bisschen, was anderes ist wichtig. Dann hat man ja auch unheimlich viel Regen. Du willst ja, oder ich will nicht im größten Geschütte an die Bienen, dann regnet es oben noch rein. Wäre jetzt ein Vorteil für die Verdampfung, ne? Hat man ja in dem Video. Aber nichtsdestotrotz bleibe ich erstmal beim Beträufeln. Heute will ich euch jetzt mal was zeigen. Ich meine, ich bin ja auch nicht fehlerlos. Ich habe zum Glück, muss ich sagen, bin ich vom Verlustteufel verschont gewesen blieben. Also ich hab schon zwei Bienenvölker verloren. Ein steht hier oder hier, ich weiß es gerade gar nicht. Der ist jedenfalls nicht. Dann war es, glaube ich, das hier. Oh, da klebt der Deckel. Nochmal. Ja, das hier ist es. Das hier ist es. Ganz klassisches Beispiel. Moment, ganz kurz. Also, gucken wir mal zusammen. Futterwabe. Ah, da klemmt's. Stellen wir die mal hier raus. Futterwabe. Oh. Seht ihr? Da sind die Bienen. Wow. Also, ist jetzt eine positive Überraschung. Ich hätte mir das eigentlich vorgemerkt als eins von den zwei Bienenvölkern, die gestorben sind. Und das wollte ich euch jetzt gerade mal zeigen, wie so ein typischer Varroa-Befall oder Varroa-Tod aussieht. Dabei saßen die nur ganz unten und sind offensichtlich nicht so arg stark. Aber ja, die laufen jetzt hier schon aus diesen zwei Wabengassen raus. Da bauen wir es mal geschwind wieder zusammen. Dann, dann müssen wir da mal schauen. Ne? Dann machen wir das auf jeden Fall mal wieder zu. Das hatte ich ein bisschen als verlustig mir eingetragen, aber das ist ja jetzt eher eine positive Überraschung. Dann gucke ich mal, wo ich woanders noch. Damit ist ein bisschen mein Videokonzept durcheinander gekommen, weil ich wollte euch jetzt, wie gesagt, ja das zeigen, woran man so, wie so ein typisches Bienenvolk aussieht, das den Varroa-Tod ereilt hat. Aber dann müssen wir da nochmal, muss ich mal gucken, ob ich kurz eine dunkle Wabe finde, weil sonst müssen wir halt ein bisschen Theorie machen. Ne? Wartet mal. Aber die habe ich doch vorher schon geguckt. Ja gut, dementsprechend leben an dem Bienenstand alle Bienenvölker. Das ist ja eigentlich, um den Deckel richtig zu machen, sehr positiv zu bewerten. Da hat sich ja meine Verlustquote gerade schon mal noch verbessert. Ah, hier. So, jetzt habe ich hier doch eine dunkle Wabe gefunden. Und da will ich euch das mal zeigen. Es ist ja so ganz klassisch, so November, Anfang Dezember sterben die Bienenvölker, wenn sie varroa-technisch ein bisschen Probleme haben. Und dann ist natürlich auch die Frage, was passiert mit den Waben. Ne? Also ich persönlich schmelze alle Waben ein, wo Brut drauf ist. Ja, das ist jetzt hier eine komplette Leere, das ist jetzt ein bisschen ein schlechtes Beispiel. Die schmelze ich ein und wenn ich mir sicher bin, dass es nur Varroa ist, dann behalte ich die Futterwaben. Ja, das mache ich in der Regel so. Manchmal ist es auch so, dass die Völker dann ja schon ausgeraubt sind. Jetzt ist bei mir so ein bisschen dieses Thema. Ich habe ja jetzt, da fallen bei mir nicht viele Mengen an. Ich schmelze ja mein Wachs schmelze ich ja ein in so einem großen Waschzuber. Da blende ich euch hier oben jetzt mal das Video ein, da habe ich vor 2, 3, 4, 5 Jahren ganz am Anfang meines YouTube-Kanals ein Video drüber gemacht.
Und das lohnt natürlich jetzt nicht. Wie gesagt, zwei Bienenvölker sind bei, ein Bienenvolk ist bei mir verlustig. Da lohnt es ja das natürlich nicht, da so eine, meine 100 Liter Wasser da anzuheizen und das ganze Geraffel aufzubauen. Deshalb stelle ich die einfach meistens in die Ecke. Nichtsdestotrotz, man hat ja manchmal auch trotzdem Waben zum Einschmelzen. Ne? Man schmelzen die Waben ja immer ein, wenn die ein paar Jahre alt sind. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie lange ihr die Waben in den Bienenvölkern lasst. Wir schmelzen die ja ein, so, also spätestens dieses Stadion, ne, weil es passieren ja ganz viele verschiedene Sachen in den Waben. Zum einen haben wir da drin ja die Entwicklung der Biene, ne, die Larve, die Nymphe, die kotet da drin ab, die häutet sich da drin und der Kot und die Haut, also der Kot wird dann zum Teil herausgeputzt. Und die Haut bleibt aber auf jeden Fall da drin von der Häutung. Das heißt, die Zelle wird ja mit jeder schlüpfenden Biene ein bisschen kleiner. Ja, das legt sich ja außen so hin. Dann wird die Zelle immer ein bisschen kleiner. Und das bedeutet ja letztendlich auch, dass die nächste Biene, die da rausschlüpft, auch immer kleiner wird. Und kleinere Bienen, wissen wir, sind halt nicht so stark. Nicht so stark heißt bei der Biene, auch nicht so widerstandsfähig, nicht so, ja, das will ich jetzt nicht sagen, da habe ich keine Studien, ich bin ja gerne jemand, der sich auf Studien verlässt, nicht so sammeleifrig wahrscheinlich, aber auf jeden Fall nicht so widerstandsfähig, ne, umso kleiner die Biene ist. Deshalb ist es ja ganz gut, wenn wir die Waben ausschmelzen, die Biene baut wieder eine neuere, da schlüpft wieder eine größere Biene raus. Dann spielt natürlich dieses ganze Thema Rückstände auch bei sowas eine Rolle. Wenn das jetzt, sagen wir mal, bei mir so eine Brutraumwabe 2-3 Jahre alt ist, da kann sich natürlich auch irgendwelches Pflanzenzeug oder sonstiger Misch drin anreichern. Wollen wir auch nicht. Rein theoretisch auch Varroa-Bekämpfungsmittel. Da weiß ich jetzt halt bei mir im Betrieb, dass das nicht so ist. Weil Ameisensäure, wissen wir alle, ist jetzt hier nicht das Problem im Wachs dann. Genau. Und deshalb muss man die einfach regelmäßig oder schmelzen wir die regelmäßig ein. Ja, ich habe gerade mit Michael telefoniert, da bin ich jetzt auch schon auf dem Weg zu dem. Nachdem ja die Idee mit diesem Varroa-Schaden zu zeigen nicht ganz so funktioniert hat, schwenkt man das Video um und der macht gerade irgendwas mit Wachseinschmelzern. Und da besucht man es einfach mal und quatscht mit dem ein bisschen über dieses Thema. Auf eurem schönen Parkplatz. Genau. Die Post kommt. Die Fans. Genau, wir haben ja vorhin telefoniert. Ja. Und da dachte ich mir, das ist schon eine gute Idee, dass du da dabei sein kannst, wie ich das neue Produkt mal test. Ja, ich war, Umlauf mache und, ja. Wir waren, also ich und die da, ja. Wir waren gerade so am Bienenstand, weil ich habe Voxalsäurebehandlung ja gemacht und dann wollte ich ein Video machen, weißt, wo ich mal zeige, Varroa-Schäden, wie da die Waben aussehen. Mhm. Und da mache ich das Bienenvolk auf und denke, dann nimmst du die Wabe raus, weißt du, wo dieses Brutnest halt ist. Ja. Und dann habe ich festgestellt, das Bienenvolk lebt doch noch. Ne? Habe ich okay. auch noch nie gehabt. Ja, gut. Also insofern sind wir beim Thema Wachs ja schon irgendwie gewesen, dann passt ja. Das ja super. Gut, wo hast du dein geheimes Versuchslabor? Ja, genau, wir gehen uns um ins Testzentrum. So, hereinspaziert. Reinspaziert. Sehr schön. Cool. Und das sind alles hier werdende Honigschleudern, oder? Genau, das sind die Kessel, die wir verarbeiten. Aha. Für die nächste Saison. Nicht schlecht. Gut. Genau. Wachsschmelzer, oder wie? Genau, das ist einfach das Einsteigermodell aus Kunststoff. Kriegst du 10 bis 15 Rähmchen rein. Ja, machen wir auf. Ich habe das jetzt vorhin auch schon angemacht. Mhm. Immer mit ein paar Rähmchen bestückt. Ja. Und jetzt heizt er einfach auf. Ist auch so, dass der Deckel oben glatt aufsteht. Ja. Deswegen gibt es bei uns jetzt noch so Klammern mit so. Dass man das dicht zumachen kann. Nicht schlecht. Ja. Und dann liegt der Deckel nämlich oben plan auf und es entweicht keine Wärme nach oben. Ja. Der hat jetzt unten nochmal so einen extra Schmutzfang drin. Ja. Ähnlich wie bei dem Gerät da. Das ist quasi das Pendant aus Edelstahl. Da ist unten eben auch so ein Dreschterfang drin.
Der hat halt den Vorteil, der aus Edelstahl, dass der Deckel noch ein bisschen schwerer ist und einfach noch mal besser aufliegt. Sowieso plan aufliegt. Genau. Wie lange läuft das jetzt? 10 Minuten oder 5 Minuten? 5 Minuten circa. Hm. Also ist relativ viel Wasser drin, deswegen braucht er ein bisschen. Ja. Und hier der rote Deckel, das ist das Turbo-Modell, oder wie? Ja, das ist halt das, was wir im Sortiment haben und mit dem wir gute Erfahrungen gemacht haben. Ja. Funktioniert das hier? Bist du zufrieden? Ja, bisher auf jeden Fall. Was kostet sowas? Ja, so knappe 200 Euro. Und hier mit Edelstahl? Also ist ja auch gleiche Dampferzeuger, bloß an Edelstahlkessel angeschlossen. Genau, Edelstahlkessel. Der hat halt noch den Vorteil, dass du unten auch einen Stöpsel zum Zumachen hast. Ja. Das heißt, man kann den auch zum Beispiel mit einer Erznatronlauge füllen und Waben nochmal desinfizieren. Ja. Und das habe ich noch nie gemacht. Noch nie? Nee. Tust du von Hand putzen? Erznatron habe ich noch. Ja. Ich weiß gar nicht. Also im Bios ist ja, glaube ich, so verboten. Ne? Ja, ich glaube. Also ich kam auch noch nie auf die Idee, muss ich ja. Mhm. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr eure Rähmchen hier noch mit. Wie heißt das? Elzner, Natronlauge. Genau, eine Natronlauge. Desinfiziert. Ja, sieht aus wie Honigwein, was da rauskommt. Willst du ein Stückchen? Ja, ist doch schön hier. So macht es eben keinen Spaß. Guckst deinem Wachsschmelze zu. Ja, das ist halt auch gerade wirklich, normal macht es ja im Freien. Aber bei dem Wetter jetzt draußen, wenn es dann draußen nochmal kälter ist, ja, dann braucht es halt länger. Suche ich mir da lieber ein gemütlicheres Plätzchen. Du, aber das ist ja besser wie Fernsehen gucken. Ja, also es hat was. Hast schon ein bisschen, gell? Wachsgeruch drin, das tröpfelt da so vor sich hin. Armes Tagwerk vollbracht. Genau, genug gearbeitet für heute. 10 Waben eingeschmolzen. Ja. Genau, jetzt haben wir uns überlegt, dieses Gerät, das wir jetzt hier heute getestet haben, zu verlosen an deine Community. Ja, ist doch cool. Sehr nett. Sage ich für die alle. Ne? Gerne, gerne. Aber irgendwas müssen sie auch tun dafür, oder? Ja, genau. Alles, was ihr dazu machen müsst, ist hier dieses Video kommentieren. Positiv kommentieren. Das sagst du jetzt. Ich hoffe, es gibt nur positive Kommentare. Nein, aber, sag mal ehrlich ja, kommentieren. Ehrlich kommentieren. Ehrlich kommentieren. Und unter allen, die kommentieren, da darfst du dann Gewinner ziehen. Dann losen wir das aus und dann, ja. Und dann kriegt ihr das schöne Gerät. Wir putzen es davor natürlich noch. Und dann könnt ihr das gewinnen. Genau. Ja? Dann könnt ihr das wäre eine schöne Weihnachtsüberraschung. Sehr schön. Wunderbar, dann vielen Dank. Gut, gerne, ja.